Jo, 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 was geht ab, meine Freunde? Willkommen auf dem Channel Resell or Chill. So, wir können heute mal wieder, oder wir starten heute mal wieder Video. Und ich zeige euch heute mal, was wir für Pakete noch haben. Haben letztes Mal ja schon den einen Part gemacht und machen heute den zweiten davon. Und ich habe hier noch ein großes Paket. Musste vorher mal reingucken, ob es das Richtige war. Und deswegen zeige ich euch das jetzt. Wir haben das Paket hier. Guck mal rein. Das erste, was wir hier finden, ist ein Blister von Flammende Finsternis. Und Clash der Rebellen. Habe ich einen Zehner für bezahlt. Als nächstes haben wir hier eine schöne graded Karte. Ich hoffe, ihr kennt das, eine PGS 9 von der Pikachu Promo aus Celebrations, aus dem 25-Jahres-Set. Und die Karte kostet ja alleine schon ungefähr so 25, 30 Euro. Das Grading ja auch nochmal 20. Und ich habe, glaube ich, genau 20 für die Karte bezahlt. Also, das war auf jeden Fall hier. Jetzt erkennt man die richtig. Das war auf jeden Fall ein sehr guter Deal. Haben wir einen Ordner. Ich glaube, für den habe ich einen Zehner bezahlt. Von Celebrations. Und da gucken wir jetzt gleich mal rein, was da für Karten drin sind, weil da sind so ein paar Kamelkarten drin. So, also ich war ein bisschen auf den Ordner aus und dann die Karten nimmt man halt so mit. Gucken wir mal rein. So, schauen wir mal in den Ordner rein. Schönes Base-Set Pikachu. Auch in einer guten Condition. Hier Machoke. Ja, alles keine besonderen Karten, aber ich finde, die kann man mal so mitnehmen. So, einfach Base-Set-Karten. Wie gesagt, nichts Besonderes, aber teilweise sind die Zustände auch gut. Kann man sich hier mal reinziehen. Nur ein bisschen Whitening in ein paar Karten. Aber ist nicht so schlimm. Ich finde, für einen Zehner kann man hier mitnehmen. Gut, hier sieht man ordentlich was, aber das passiert halt mal. So. Und ich fand den Ordner auch relativ hübsch. Und ich denke mal, günstiger kann man das vielleicht gar nicht schießen. Geil. Also theoretisch nichts Besonderes so. Aber vielleicht nehme ich die Karten alle raus. Geil. Und tue da ein paar Base-Set-Karten rein. Quatsch. Tue da ein paar andere Karten rein. Ich finde, für einen Zehner kann man die auf jeden Fall mal mitnehmen. Die drei Sachen sind generell ganz gut geworden. Das war's dann auch heute schon. Ich hoffe, euch hat das kleine Opening gefallen. Wenn ihr Interesse an einer Sache habt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich bin auch gerne bereit zu tauschen oder sonstiges. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Steht hier unten in der Videobeschreibung der Link. Und ich denke, in den nächsten 2 Wochen kommen dann wieder normal regelmäßige Videos, auch Openings und so. Ich bin halt momentan noch nicht zu Hause. Aber das wird sich auch bald ändern. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schöne Woche. Bis zum nächsten Video. Und immer dran denken. Hustlen.